Gibt es für Ernst ein Happy End? Als die Bewohnerin einer Gartenanlage am 27. Oktober durch die Anlage ging, hörte sie ein seltsames Geräusch und beschloss, ihm zu folgen. Was sie fand, war ein 10-jähriger Kater in einem augenscheinlich furchtbaren Zustand. Das arme Tier war abgemagert, verwahrlost, hatte ein extrem struppiges Fell und eine schlimme Augenentzündung. Die Bewohnerin brachte den Kater in ein Tierheim, damit man sich dort um ihn kümmert und ihm ein liebevolles Zuhause sucht. 3 Tage später kam dann für Ernst, wie die Mitarbeiter des Tierheims den armen Kater tauften, mit den Laborergebnissen die nächste Hiobsbotschaft. Ernst hat Diabetes. Zwar ist die Krankheit wie bei uns Menschen auch gut behandelbar, allerdings kann sie unbehandelt auch schnell zum Tod führen. Durch die Diabetes muss Ernst 2-mal pro Tag im Abstand von 12 Stunden Insulin gespritzt werden, was eine Vermittlung nicht einfacher macht. Die Mitarbeiter des Tierheims starteten einen Aufruf über Social Media, so schnell wie möglich zumindest eine vorübergehende Pflegestelle für Ernst zu finden. Zum Glück war die Resonanz auf den Aufruf überwältigend und so konnte Ernst, der sich zwischenzeitlich in einer Tierklinik befand, damit die Insulindosis eingestellt werden konnte, binnen weniger Tage vermittelt werden. Er durfte direkt aus der Klinik bei seiner neuen Familie einziehen, die bereits Erfahrung mit Diabetikern wie Ernst hat. Damit bekam Ernst, der sein bisheriges Leben als verwahrloste Gartenkatze verbringen musste, ein liebevolles Zuhause und im Alter von 10 Jahren sein ganz persönliches Happy End.